So, Maishäckseln. Häcksel. Der Häcksel, ist da. Oh, es geht um was ganz anderes, ne? Es geht noch ewig lang, ne? Nein, 12. Wir haben da schon fast alles. Wir haben schon alles. Also Maishäckseln. Es geht bis 12. Wir müssen noch 4 machen. Komm. Maishäckseln. Easy peasy. Steigen Sie in den Häcksler ein und heben Sie das Rohr. Koppeln Sie anschließend das Maisgebiss. Naja, hast du mal Mais gegessen? Da brauchst du ein Maisgebiss. Maisgebiss und den Anhänger an. Aktivieren Sie das Maisgebiss und beginnen Sie mit dem Häckseln. Häcksel. Ist der Anhänger voll, deaktivieren Sie das Maisgebiss und senken Sie das Rohr, bla bla. Kann ich mir eh nicht merken. Klappen Sie das Maisgebiss ein, damit Sie auf normalen Straßen fahren können. Sollten Sie das Einklappen nicht verfügbar sein, sollten Sie das ausgewählte Gerät wechseln. Oh Gott, ich hoffe, das müssen wir nicht tun. Habe ich jetzt schon vergessen. Ich auch. Begeben Sie sich zur Biogasanlage. Liegt direkt neben dem Feld, in Klammern. Und entleeren Sie sich dort. Da, das ist ein Silo. Interessant. Wiederholen Sie dies im gleichen Silo, bis Sie genügend Häckselgut abgeliefert haben. Okay, okay. Ankoppeln. Ich gehe mal von der anderen Seite hier zur Maschine, ne? Bin noch nie von dieser Seite zur Maschine. Oh, geh mal ins Maisfeld. Geht das? Ach, ist das schön. Abgefahren. Das ist ja, ich glaube, du könntest durch die ganze Welt laufen, ne? Ja, Stephen, oh, das ist ganz schrecklich, dieses Buch. Das ist ganz Kinder schrecklich. Kinder des Zorns, ne? Ist doch, oder? Ich weiß aber nicht, welches Buch das ist, was im Maisfeld spielt. Ich will gar nicht darüber reden. Da. Hast du dich jetzt im Maisfeld verirrt? Nein. Hier sind die Silos und normale. Da sind Autos! Guck mal, wir sind aber ganz schön knapp über dem Boden. Wir sind nicht so besonders groß, ne? Ein Glück fahren wir einen Trecker. Hier, so groß wie die Schranke. Bisschen größer. Gucken gerade über die Schranke rüber. Ja, das macht wirklich einen kleinen Eindruck. Aber ist die Schranke auch sehr groß? Wir sind so groß wie das hier. Bisschen größer. Es ist wirklich mega klein, hast recht. Naja, macht ja nichts. Häcksel doch mal etwas Mais. Die Körpergröße sagt überhaupt nichts aus über unsere Qualitäten als Bauer. Krone! Es kommt ja nicht auf die Größe an. Was? Nein. Ankuppeln, Rohr ausfahren. Es gibt auch wirklich für alles ein eigenes... Ich glaube, du musst es ankoppeln, ne? Ja, ja. Ankoppeln? Nein. Bisschen? Ja. Und jetzt musst du das Rohr noch ausfahren, ansonsten kackst du daneben, ne? Wir müssen ja in den Anhänger kacken. So? Wie war denn das? Ach so, man muss Geräteauswahl wechseln. Drück mal G. G. Und jetzt Rohr ausfahren. O. Oh, das habe ich schon mal gesehen. Genau sowas. Das ist ganz süß. Ich mag das Gerät eigentlich. Sieht nett aus. Das sieht sehr, sehr freundlich aus. Ja, so sieht das irgendwie nicht. Ich glaube, du musst Geräteauswahl nochmal wechseln. Ich rückwärtsfahrer piept da, wie so ein großer. Ein Maispflücker ganz senken. Großer Adler. Maispflücker senken. Und aufklappen. Jetzt, zeig doch mal von vorne. Das sind die Zähne. Das Maisgebiss. Sieht saugut aus. Wer sagt's als erster? Oh, geht's noch mal weiter auf? Nee. Oh, doch. Ist das schön. Das ist ganz niedlich. Das ist ein ganz, ganz niedliches Ding. Ob die mal Transformers machen können mit so Traktoren? Haben sie doch schon. Also alles Traktoren? Nur jeder ein Traktor? Nein. Das wäre doch süß. Das ist eher Bob der Baumeister. Es ist immer noch nicht an. Möchte ich jetzt nochmal Geräteauswahl wechseln? Geräteauswahl wechseln mit Egel? Nee. Er ist nicht an, ne? Oder? Oder fahr einfach mal. Was heißt denn Plane schließen eigentlich? Ne, wahrscheinlich von dem Anhänger? Ne, es passiert nichts. Ich würde bezweifeln, dass es so gut aussieht, wenn man einfach so durchfährt. Irgendwas ist mit dem Anhänger passiert. Drück mal nochmal G. Was machst du? Oh Gott. Ich will zurück. Ja, aber das ist der Anhänger. Macht ihm nichts. Stimmt. Gleich gemerkt. Nochmal gehen. Ernte einschalten. Ernte. Ah, jetzt geht's los.
Oh, wie krass. Das macht Spaß. Fahr! Haben wir es eilig? Fahr! Fahr, du Farmer! Haben wir es eilig? Wieso? Das macht so Spaß. Ja, ich kann auch gar nicht viel schneller übrigens, ne? Also nee, das ist das Schnellste, was ich kann. Das ist ja vollkommen ausreichend. Das ist Mais. Das ist Mais? Das muss man sich auch mal vorstellen. Ja, eben. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Oh, lecker. Mais. Schon wieder fast voll. Oder? Naja, ist schon ordentlich. Naja, da war mal wie viel haben wir? 60%. Achso, da steht's ja. So, ich will den Ernter jetzt kurz abschalten. Ernter abschalten. Du bist ja völlig unnötig, oder? Naja, ich will das als mein Handy. Willst du es ausschalten? Nein, das war das hier. Das ist. Ach so. Das Geräusch. Das war gar nicht. Ich dachte, war letztes Mal war ja schon das Handy im Weg. Oh Gott, das kann man gar nicht mit ansehen. Ja gut, ich kann jetzt auch einfach wieder das Dingsbums anschalten. Ich glaube, nach dem Tutorial können wir auf einer Farm anfangen. Ich glaube auch. Wir können ja auch als Bewerbung schreiben sozusagen hier. Ja, Farming Simulator auf YouTube. Also. Nein, bitte nicht. Als Bewerbung könnten wir schreiben, gucken Sie auf keinen Fall auf YouTube. Dann ist alles gut. Das ist so. Ding, ding. Oh. Oh. Okay. Ach ja, die Biogasanlage. Stimmt. Ja, Biogasanlage. Ich dachte, wir essen den Mais jetzt. Stimmt, das ist ja kompletter Blödsinn. Ich fahre jetzt zur Biogasanlage, ne? Ja. Mit Kuh können wir auskippen. Aber das mache ich ja erst. Aber ich komme da nicht rauf. Ja, du musst erstmal einklemmen, auch einklemmen oder alles. Also hier einklappen wieder. Geräte wechseln, ne? Ja. Ja, du hast ja mehrere Geräte. Du hast diesen Trecker, du hast den Ladeding. Ich kann das Gerät nicht wechseln. Was? Mit G war das doch. Ja, drück mal linke Maustaste. Upp. Jetzt Geräteauswahl wechseln. Rohr einfahren, Ernte anschalten, wenn wir nicht. Erstmal das Rohr einfahren. Genau, jetzt mal das Geräte wechseln. Licht kann ich einschalten, ich möchte das Licht einschalten. Habe ich? Oh, cool. Wie geil. Wie krass geil. Geil krass. So, Maispflücker, ne? Die müssen wir jetzt Maispflücker nicht zuklappen. Ja, genau. Ansonsten kommen wir bestimmt nicht durch die Garage, ne? Ja. Der langsamste Transformer der Welt, ey. Ich glaube, es reicht schon, ne? Du magst es ja immer nicht, wenn ich mit dem rückwärts fahre. Das sieht so schrecklich aus, der arme Anhänger. Ach man. Es wird schon wieder Nacht. Ja, aber ich habe Licht. Wir haben jetzt Licht. Wir haben jetzt Licht, ist alles gut. Aber es ist immer noch die Ding unten. Ist hier noch eine andere Einfahrt? Aber ich geh sie ja auf, wenn du dagegen in die Richtung fährst. Oh! Das gleiche Silo. Wir nehmen dieses hier, oder? Ist das hier? Ja, stimmt. Das scheint schon das Silo zu sein, ne? Haben sie vorhin auf der Sah jedenfalls auf dem Bildchen sah so aus? Ich weiß nicht, ein Silo ist für mich immer irgendwas Rotes. Also Quatsch, was Rundes. Auskippen. Ja, das sehe ich auch so. Aber ich kann es hier auskippen. Das ist doch jetzt mehr geworden, oder? Die betrügen doch jetzt hier. Sieht voll gut aus. Ja, und der fährt da sogar das runter. Wie geil. Ja, Mais häckseln kannst du auch. Jetzt Kartoffeln anpflanzen. Anpflanzen. Das wird ganz toll. Hängen Sie das Gewicht und die Legemaschine an. Wechseln Sie die Geräteauswahl, sollten Sie nicht auf die Legemaschine eingestellt sein. Fahren Sie den Paletten mit dem Saatgut und starten Sie den Füllvorgang. Die Legemaschine Füllvorgang. wird sich langsam mit Kartoffeln füllen. Das ist nett.
Hier ist die Legemaschine voll, fahren Sie zum Feld direkt gegenüber der Gärtnerei und starten Sie den Legevorgang. Sie müssen nicht das gesamte Feld abdecken, um das Tutorial zu schaffen. Das ist eine gute Nachricht. Oh, Gott sei Dank. So, das hier ist mein... Ist ja niedlich. Der ist ganz klein. Eins, eins. Das hängt auch noch nicht dran. Zack. So, jetzt müssen wir erstmal die Kartoffeln da hinten. Genau. Ne? Geht da in der Gärtnerei? Ich weiß nicht, dreh dich doch mal um. Ja, dann. Oh nee, ich muss das da vorne erstmal hin. Oh, hier stimmt das Gewicht. So. Jetzt haben wir nämlich auch die Karte. Ja, stimmt, da vorne. Jetzt war schon wieder was mit dem Flotter. Ah, ich sehe es schon, ich sehe es schon. Ist doch kompletter Quatsch, oder? Was? Naja, du musst Kartoffeln einpflanzen, um Kartoffeln zu bekommen. Das ist Saat. Satan? Das ist Saat. Fühlen wir schon? Nein. Ich näher ran. Kann es ja nicht kaputt fahren. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass man eine Kartoffel einpflanzt und mehrere rausholt, hoffe ich. Sonst haben wir irgendwann keine Kartoffeln mehr. Ich glaube, du musst die Geräteauswahl wieder wechseln. Da, R. R. Oh Gott sei Dank muss man jetzt nicht raus und es sind irgendwie so noch so reinschaufeln. Es sind Kartoffeln. Ne? Ja, klar. Guck mal, die Textur. Das ist ein Kartoffelteppich. Ach, hast du mit Saat gemeint, dass man, dass du jetzt, Ja, so kleine, weiß ich nicht. Nein, nein, um Kartoffeln zu pflanzen, muss man Kartoffeln sehen. Muss man Kartoffeln sehen. Das ist Quatsch. Aber ich denke mal, die werden dann mehr Kartoffeln und dann kann man sie wieder einsammeln, ne? Ja, die Kartoffeln werden mehr Kartoffeln. Mehr Kartoffeln? Die Meerschweinchen. Piep, 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 piep. Aber selbst Kartoffeln sind nicht so dumm wie Meerschweinchen. Meerschweinchen sind sehr süß, aber nicht sehr schlau. Vielleicht gibt es. Muss ich jetzt erstmal das Gerät wechseln, weil ich weiß. Oder nehme ich einfach das Feld, ne? Spurreißer. Ja, keine Ahnung, oh Gott, Gott. Muss das ja jetzt so. So, machen. So. So rum. Genau, jetzt musst du die Legemaschine senken und alles. Ja. Also, Spurreißer muss ich auch machen, ne? So, das. Die Spurreißer sind, glaube ich, diese beiden, die beiden Flugscheiben da links und rechts. Genau. Epsilon? Ach. Ist das süß? Guck mal, du kannst jetzt so. Mach mal weiter. Achso. Nochmal. Jetzt nochmal, nochmal. Naja, egal. Ich glaube, das ist, um sich, damit man sich merken kann, wo man ist, ne? Oder so ein Scheiß. Naja. Aber ich muss doch jetzt erstmal die Spur reißen, oder? Nein, du musst jetzt. Nein, nein, nein. Ich glaube, es muss mal alles gleichzeitig. Das ist sonst Quatsch. Okay, Legemaschine anschalten. Da kommen die Kartoffeln! Musst du die noch senken? Nee. Nee, hab ich schon. Da! Ja, da fallen sie raus. Guck mal, wie geil. Also, sie fallen doch in der Mitte raus. Gib Gas! Tu immer. Nicht so schnell, gib Gas! Nicht so schnell, gib Gas! Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Spur. Ja, wir wollen doch zu den Kühen. Nicht, also ich will zu den Kühen. Ich auch. Ich will auch zu den Kühen. Ich wollte schon immer zu den Kühen. Schneller als das geht aber nicht. Ich glaube, ich schmeiße die hier gerade einfach nur in den Dreck, oder? Nein, guck mal, das sieht ja irgendwie dahinter irgendwie anders aus, oder? Der macht ja da schon was. Wozu sind diese Spurreißer? Ich würde es echt gerne wissen gerade. Ja, ich eben auch, ich eben auch. Jetzt muss ich diese Legemaschine abschalten. So. Hehehe. So, jetzt hier,
Ich will jetzt aber den anderen. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wozu die Dinger sind. Ich auch nicht. Und die Legemaschine anschalten. Bin gleich fertig. Ja. Oh, Gott sei Dank müssen wir nicht das ganze Ding, ey. Wofür wir auch immer diesen Spurreißer machen. Also, sollte sich einer von uns jemals bei Bauer sucht Frau bewerben? Haben wir auch keine Chance, glaube ich. Frau sucht Bau. Kartoffeln ernten, ne? Und danach können wir die Kühe füttern, endlich. Ja, Gott sei Dank, nach den Kartoffeln. Erstmal Kartoffeln ernten. Steigen Sie in den Kartoffelvollernter und klappen Sie ihn auf. Aktivieren Sie ihn und fahren Sie los. Folgen Sie den Dämmen und der Bunker wird sich langsam mit Kartoffeln füllen. Der Banker. Ich muss den Dämmen folgen. Auch in diesem Tutorial müssen Sie nicht das ganze Gefällt abernten, um die Übung erfolgreich zu beernten. Sehr gut. Oh, ich habe es überhaupt nicht aufgepasst. Ne? Grimme. Das braucht man, um Kartoffeln zu ernten? Ich hätte eine Schaufel genommen. Ist alles dran an dem Gerät? Ja, und das ist das Kartoffelding. Das ist von Grimme. Das sagt mir was. Erntemaschine aufklappen mit X. X. Und senken mit V. Eim. Halleluja. Das ist der krasseste Transformer bisher. Aha. Und anschalten. Oh. Da sind die Kartoffeln! Ja. Sag noch. Das ist krass. Kannst du mal die Kamera drehen? Da. Ist das geil. Kommen sie reingerollert. Ey, ich will jetzt Pommes. Oder Chops. Chipsy, Chipsy. Aber das ist schon wieder ein krasses Teil, oder? Ja. Wenn du damit vom Club vorfährst, ey. Boom. Mit den Kartoffeln mit dabei. Mit die dicken Kartoffeln dabei. Da gucken sie alle. Da machen sie oben. Hast du schon mal eine Kartoffel gesehen? Oder noch besser. Zeig dir mal eine richtige Kartoffel. Wir könnten bei McDonald's dabei vorbeifahren. Ja, hat auch schon die richtigen Farben. Ja, stimmt. Da, 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 da. Guck, guck, guck. Wie kompliziert, ne? Und dass das alles so funktioniert. Ist doch Zauberei. Das wäre auch lustig, ne? Ingenieur sein für so eine Maschine. Alter. Dann musst du die Dinger mal Probe fahren, ne? Ja. Da brauchst du so unendlich viele Kartoffelfelder und dann fährst du immer sagen, so. Ja. Und dann, ja, klappt gar nicht. Scheiße, dann müssen wir von vorne nochmal anfangen. Tada! Kühe füttern! Wir können die Kühe füttern! Also, wir können die Kühe füttern! Kühe füttern! Das ruf ich mich auch bei dir. Ich hätte es anders gesungen. Ja, sing mal. Wir können. Wir. Jetzt. Du, wollen wir einfach die Kühe füttern? Wir probieren es gleich nochmal. Kühe füttern. Eher so wie so ein. Ich dachte eher an diesen Fußballsong. Ist es ein Fußballsong? Wir können die Kühe füttern. Wir können die Kühe füttern. Wir können die Kühe füttern. So, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja. Jetzt. Die perfekte Futtermischung für Ihre Kühe besteht aus Heustroh und Silage. Steigen Sie in den Traktor mit Frontlader ein, befördern Sie einen Stroh und einen Heuballen in den Futtermischwagen. Ach du Scheiße, kannst du das merken? Nein. Frontlader, befördern Sie einen Stroh und einen Heuballen in den Futtermischwagen. Ein Stroh und ein... Ist das danach denn? Ich dachte, fahren das Sie ist das Gleiche. Nee. Danach fahren Sie mit dem Futtermischwagen in das Silo und laden dort die vorhandene Silage. Wenn Sie zuerst die Ballen laden und danach die Silage, haben Sie den Vorteil, dass Sie genau abschätzen können, wie viel Silage noch nötig ist, um eine perfekte Mischung zu erreichen. Ich dachte eigentlich, es ist ein Witz. Heißt es wirklich Silage? Nein, natürlich nicht, aber ich habe den Witz aufgenommen. Du hast es gesagt mit einer Konfidenz, ich dachte, du weißt es. Andersrum geht das sehr viel schwieriger, beziehungsweise es bedarf einiger Erfahrung, die wir de facto nicht haben. Also Silage oder Silage, was magst du sein? Silage? Wahrscheinlich ist es die,
Wahrscheinlich brauchen wir, Kalle, wir brauchen noch ein bisschen Silage hier. Ich glaube, oder? Silage ist das, was im Silo lagert. Also könnte es theoretisch auch tote Menschen sein. Ja. Sobald sie alles im Futtermischwagen gut durchmischt haben, können sie den Kuhstall ansteuern. Und Silage ist People. Ihre Kühe werden sich freuen. So, ich habe keine Ahnung, was sie machen. Ich auch nicht. Aber die Kühe werden sich freuen. Ich weiß schon mal nicht. Oh, geh mal zu den Kühen. Lass uns erstmal die Kühe angucken. Kühe. Da, knusper, Knäuschen. Warum sollte es sich über unser Futter freuen, wenn es hier frische Wiese hat? Das Kuh. Oh. Kannst du da hin? Kann ich hopsen? Nee. Nein. Aber du könntest vielleicht, kannst du irgendwie hin? Ich bin jetzt kleiner als der Zaun. Vielleicht hier durch? Nee. Komme ich hier durch? Oh, warum bist du jetzt so groß? Ja, ich komme immer da. Ich kann so also ein bisschen auf den Zaun steigen. Vielleicht sind die Kühe ja auch bösartig. Nein, Kühe sind immer lieb. Das ist doch fies. Aber guck mal. Na komm mal her. Die sind aber schon, krass aus, ja. Krasse Kühe, die wir hier haben. Hallo! Wie es da läuft. Hallo! Na komm! Oh, guck mal, es guckt uns an. Ja. Oh, es guckt uns wirklich an. Ja. Es wackelt mit den Öhrchen. Und es hat ganz tolle Flecken. Es guckt wieder. Es wackelt mit den Öhrchen. Guck mal, die haben sogar unterschiedliche Flecken, oder bin ich gerade. Oh, der andere kommt auch. Die haben unterschiedliche Hörner und unterschiedliche Flecken, oder bin ich blöd? Na, der geht jetzt lieber weg, das finde ich nicht. Naja, vielleicht hat es doch genau die gleichen Flecken. Vielleicht bin ich blöd. Guck mal, da hinten fährt ein Auto. Ist aber kein Arsch am Arbeiten, ne? Wir sind so die Einzigen. Ja, natürlich macht ja auch keiner was hier. Ich meine, wir haben den ganzen Hof. Guck mal, wie schön das aussieht, die rosa Wolken. Ich sehe, da habt ihr gerade ein Gesicht drin gesehen. Nee, es geht. Ist nicht so schlimm. Oh, doch, ein bisschen. Naja, irgendwo. Da ist so ein Drache. Drachenkopf. Komm, wir legen uns ins Gras und beobachten uns. Naja. Also man könnte ja auch so ein kleines Autochen sehen. Jetzt hier so ein Ballen und Heu. Heu, ja, hier, Heu und... Ballen. Oh, ich stehe auf dem Ballen. Geil. Noch ein. Ho! Ja, ich glaube, ich muss erstmal hier einsteigen. Ja. Oder? Teil der Ausbildung, glaube ich, hier. Ja. Boom. So, jetzt musst du was? B? Ich muss das Gerät wechseln. Ich fahre den erstmal hier aus dem Weg. Wir müssen jetzt schon in das andere Ding einsteigen, ne? Oder? Ja. Ach, ist das schön, es ist echt wieder morgens. Und jetzt müssen wir zu diesem Dings fahren. Oh, guck mal hier, jetzt müssen wir irgendwie zum Mischverhältnis. Hast du dir das gemerkt? Ach ja, warte mal. Was mussten wir jetzt machen? Wir müssen ja noch das Silage-Zeug da holen, oder? Das war die falsche Richtung. Ach ja, da unten steht, ach Gott sei Dank, ist auf der Karte was zu sehen. Silage. Silage. Ach, da hinten, das da, ne? Dieses komische Zeug da. Was ist denn das? Ach Moment, so. Ich google das mal kurz. Wir haben ja hier ein mobiles Internet. Ach so, nicht hier drin? Nicht hier drin? Nee, da fütter ich die Kühe. Ja, genau.
Silage. Oh, das ist Gärfutter. Nee, guck mal, das ist das Mischverhältnis. Ich weiß nicht, wie gut muss das Mischverhältnis sein? Ja, kann man nicht einstellen, aber das, was du jetzt reinmachst, ergibt natürlich ein Mischverhältnis. Doch, hier kann ich irgendwas tun. Ja. Ja, das da. Achso. Also, Silage, Gärfutter oder Silo ist ein durch Milchsäuregärung konserviertes Futtermittel für Nutztiere. Aus jetzt, was eigentlich? Jetzt ist es gut, wenn alles blau ist, oder? Ja, ich denke schon, ne? Das sieht gut aus. Ah, okay, es besteht aus Gras, Moment mal, Mais, Kleen, Zern, cool Ackerboden oder Getreide. Sagt er nicht, wenn alles gut ist? Cool ist? Ja, wahrscheinlich ist es Mais. Quasi das Mais, was wir vorher geholt haben. Ich bin noch nicht fertig. Ich muss das. Habe ich auch. Du musst ein bisschen noch einschalten, oder? Dann drück mal B. Na, ich hab das doch. Ich hab das schon. Ah, nee, stimmt, der Füllstand ist nicht voll, ne? Jetzt. Jetzt ist es. Wir können die Kühe füttern! Auskippen! Da sind sie! Da warten sie schon. Jetzt fragt man sich ein bisschen, wo das auskippt, ne? Hier so rein? Ja, wahrscheinlich hier da rechts, ne? Dieses. Nee, was ist das nächste? Hä? Ich weiß es nicht. Es wird schon klappen irgendwie. Auskippen, cool. Ich glaube, du musst immer erstmal das Ding da unten wegmachen. Ach so, automatisch. Oh, ach so, oh Gott. Es ist ein Traum. Vielleicht die andere Seite auch, ne? Oh. B. Geil. Ist das geil und die Kühe können fressen. Oh, wo ist mein Hut? Level up. Wo ist dein Hut? Ich habe meinen Hut verloren. Das sieht doch sowieso besser aus. Ist doch vielleicht etwas anstrengend. Aber mir tut auch alles weh. Aua. Ich sehe aus, als hätte ich irgendwie eine voll die angeklebte Frisur jetzt, ne? Wer hat hier eine angeklebte Frisur? So, fein. Das Tutorial ist beendet. Also sind wir durch damit und können jetzt Bauern werden. Ja, wir könnten die Karriere beginnen beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal beginnen wir die Karriere. Bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen.